Obwohl das Wetter hier in Friedberg nicht besonders gut ist, möchte ich jetzt nicht versäumen, euch einen alten Bekannten vorzustellen von Subaru. Und das ist der neue Forester. Dieses Auto ist mittlerweile rund 27 Jahre alt. Man konnte ihn so um die 5 Millionen Mal weltweit verkaufen. Und das zeigt auch, dass dieses Auto einiges drauf hat. Und eine Tatsache ist auch interessant, denn 90% der Forester-Kunden bewegen dieses Auto auch im Offroad-Bereich, also im Gelände, bei einem Audi Q7 oder Q8 oder einem Porsche Cayenne oder Macan ist das nicht der Fall. Da sind es lediglich 5%. Also schauen wir uns dieses Auto mal an. Man hat ihn ein bisschen verändert. Er ist rund 3 cm länger geworden. Er ist 1,5 cm breiter. Also das steht dem Auto auch ganz gut. Und wenn ich mir die Schnauze anschaue, ist gelungen, völlig überarbeitet. Es gibt in allen Lichtbereichen immer LED vorne und auch hinten. Das Ganze sieht sehr dynamisch aus, passt auch zu einem solchen SUV. Schauen wir uns die Seite an hier. Es gibt 19 Zoll große Räder. Mir würden vielleicht 20 Zöller vielleicht ein bisschen besser gefallen. Aber ansonsten muss ich sagen, hat er sich ins Positive hin verändert. Er hat ein bisschen mehr Dynamik, er sieht ein bisschen eleganter aus und er passt auch ein bisschen besser jetzt in die Zeit. Also schauen wir uns mal die Fensterfront an. Die ist relativ hoch immer bei einem Forester. Da kann man gut rein und auch gut rausschauen. Es gibt ja auch eine Dachreling, um einige Dinge mitzunehmen. Also schauen wir mal nach hinten hier. Gibt es einen kleinen Spoiler. Das Heck ist gelungen, auch ein bisschen überarbeitet worden. Also insgesamt muss ich sagen, das ist absolut top. So, dann schauen wir mal nach innen. Das geht hier auf. Und wer verreisen will, der hat hier 508 Liter Kofferraum zur Verfügung, wenn man die Sitze nicht umklappt. Wenn man sie dann umklappt, sind das 1186 Liter und das reicht ja auch für den großen Urlaub. So. Die sechste Generation des Forester ist moderner und nennt sich E-Boxer. Er ist ein Hybrid und zeigt zum Beispiel eine Weitwinkel-Heckfahrkamera, die man auch reinigen kann. Mit an Bord der Heckklappenöffner. Ein Kritikpunkt beim Forester oder dem Vorgänger war immer die Inneneinrichtung oder das Interieur. Hier muss ich sagen, hat man neue Materialien gewählt und auch ein interessantes Design hier hineingebracht. Vor mir gibt es ein analoges Anzeigegerät für Tacho und auch Drehzahlmesser. Und hier auf der Mittelkonsole gibt es dann diesen großen Monitor. Der ist nicht horizontal, sondern vertikal angebracht und ist sehr einfach oder auch intuitiv zu bedienen. Dann muss ich sagen, die Materialien hier sind gut gewählt. Das ist sehr abgepolstert, sieht schick aus. Auch diese kleine Abdeckung hier oben macht sich wirklich gut. Man hat hier so ein Wabenmuster angebracht. Auch farblich gibt es so ein paar Dinge, die sind wirklich gut geworden. Also echt schick. Bei den Sitzen gibt es hier so an der Seite so ein bisschen so Alcantara. Das hilft dann beim Kurvenfahren, dass man da nicht immer hin und her rutscht. Die sehen auch gut aus. Ich denke mal, auch bei langen Fahrten gibt es da keine Rückenschmerzen. Der Blick zum Himmel ist möglich und das Gestühl wirkt wirklich gelungen. Ich muss sagen, auch die Türen hier sind gut geworden. Man hat hier viele Schalter angebracht. Das sieht sehr gut aus. Insgesamt muss ich sagen, hat man sich viele Gedanken gemacht, das Auto nicht nur außen, sondern auch innen aufzuwerten. Und das ist gelungen. Das Cockpit ist nun zeitgemäß und lässt kaum Wünsche offen. Das kleine Lenkrad beinhaltet normale und keine digitalen Schalter. Für mich absolut top. Viele Sicherheitsfeatures sollen Leben retten, können aber, wenn sie nerven, hier im Menü abgeschaltet werden. Hier kann separat die Temperatur eingestellt werden. Sehr gute Lösung. So, jetzt will ich mal mit meiner Probefahrt beginnen und bevor es losgeht, kann ich hier einige Dinge einstellen an diesem 11,6 Zoll großen Monitor. Da gehe ich auf das Fahrzeugsymbol und da habe ich hier zum Beispiel den Fahrdynamikregler an oder aus. Dann habe ich hier X-Mode, das sind verschiedene Einstellungen für das Fahrwerk, Schnee, Schotter, normal, tiefer Schnee oder Matsch. Ich fahre natürlich normal. Dann habe ich hier noch die Geschwindigkeitsregelung, da kann ich hier Öko, Komfort, Standard oder dynamisch einstellen. Ich wähle mal dynamisch und das war's dann auch schon für mich. Und jetzt schaue ich mal wieder zurück auf die Karte und jetzt geht's los. Mich überzeugt der 2 Liter Benziner, zumal er sehr leise seine Arbeit verrichtet und ausreichend Power entwickelt.
Man hat hier diese Lineatronik programmiert mit 7 Gängen. Die kann man hier am Lenkrad auch rauf und runter schalten. Die Drehzahl geht rauf und runter. Und das ist ein sehr angenehmes Fahren und unterscheidet sich nach meiner Meinung nicht viel von einem DSG-Getriebe, mit dem die meisten Autos hier ausgerüstet sind. Hier geht man einen anderen Weg, aber auch der ist sehr komfortabel. Die Fahrwerksabstimmung ist nicht zu weich und bietet viel Sicherheit. Subaru verfügt ja über dieses EyeSight-System. Das sind Kameras, die das Auto vorne überwachen. Jetzt gibt es eine weitere Kamera und die ist ein bisschen weitwinkeliger. So kann man auch den Querverkehr beobachten. Und das, glaube ich, ist ein weiterer Beitrag zur Sicherheit. Der neue Forester ist so gut wie eine Neuentwicklung. Was war denn besonders wichtig? Wir haben ja mit den 5 Generationen davor eine relativ große Erfahrung sammeln dürfen und sammeln können. Und sind ja doch sehr, sehr technisch versiert, haben ja auch noch sehr viel Erfahrung aus dem Rallye-Sport und aus anderen sportlichen Fahrzeugaktivitäten. Und uns war schon klar, um auch zukünftig mit dem Wettbewerb richtig mithalten zu können, müssen wir ein komplett neues Auto machen. Und wir sind sehr froh und sehr glücklich darüber, dass uns das so gut gelungen ist. Der Forester ist ja nahezu ein komplett neues Fahrzeug. Älter ist das Hotel Villa Grunwald in Bad Nauheim, der ehemalige Wohnsitz von Elvis Presley während seiner Militärzeit bei der US-Armee. Das Hotel ist sozusagen ein Elvis-Museum. Ein Wort zur Motorisierung bei diesem Forester. Bei Subaru baut man ja auch Boxermotoren in diese Autos ein. Und das Besondere, diese Motoren sind relativ flach gebaut. Das hier ist ein Vierzylinder-Motor mit 2 Liter Hubraum. Der leistet 136 PS, erzeugt so um die 182 Newtonmeter Drehmoment. Damit schafft das Auto dann so eine Topspeed von 188. Und es gibt hier noch einen Elektromotor. Der wird gespeist von einem Akku, der ist 13,2 Kilowattstunden groß. Und das bedeutet, dass man da auch noch ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung hat. Der Verbrauch liegt bei 7,8 Litern, ist nicht gerade wenig, aber in dieser Klasse durchaus bei diesem Gewicht, das die Autos haben, auch absolut normal. Besonders interessant bei diesem Subaru Forester ist sein Allradantrieb und er hat etwas Besonderes. Zum einen ist er permanent im Einsatz, zum anderen ist es ein symmetrischer Allradantrieb. Das bedeutet, dass alle 4 Antriebswellen gleich lang sind. Und das führt dann nicht wie bei einigen anderen Fahrzeugen zu Irritationen, besonders bei Hochgeschwindigkeiten in Kurven. Hier ist das anders, das Auto läuft immer geradeaus und das finde ich einen ganz großen Vorteil. Er ist für die meisten das ideale Auto für den Offroad-Bereich. Es gibt eine ausgereifte Technik, viel Bodenfreiheit und alles, was man für den Einsatz hier so benötigt. Und das zu einem recht guten Preis und guter Ausstattung schon in der Basisausführung. Tja, zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen Subaru Forester. Er ist nicht vergleichbar mit seinem Vorgänger. Er ist absolut top im Onroad-Bereich, aber auch im Offroad-Bereich hat er wirklich Leistung gezeigt. Das Auto, das Basisauto kostet in der Trendversion 40.480 Euro und die Exklusivversion kostet dann 45.740 Euro. Mich hat er überzeugt, euch hat er vielleicht Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.